Moin Leute! Wir starten heute mal ganz anders in die Sendung und schauen uns zuallererst mal ein paar Bilder an. Und was haben wir auf den Bildern gesehen? Richtig, ein automatisiertes Lager. Und so ein automatisiertes Lager ist in der Industrie ja schon lange eigentlich gang und gäbe. Und jetzt werden viele sagen, Moment mal, Liebner TV ist doch nicht für die Industrie, sondern für die Tischler. Was soll ich mit so einem automatisierten Lager? Na, dazu kommen wir jetzt. Denn so ein automatisiertes Lager kann auch für Tischlereien einen sehr großen Mehrwert bieten und allgemein die Prozesse im Betrieb deutlich effizienter machen. Wie genau das im Detail aussehen kann, schauen wir uns jetzt an. Denn wir haben zwei Betriebe, einen im Norden, einen im Süden besucht. Und ich würde sagen, die beiden erzählen uns einfach mal, was ihre Erfahrungen mit dem automatischen Lager sind. Bei der Schreinerei Josef Eibel wird seit 115 Jahren und in vierter Generation mit Holz gearbeitet. Das Traditionsunternehmen im niederbayerischen Aham setzt auf modernste Technik. Die Entscheidung für das vollautomatische Plattenlager mit integrierter Säge fiel bereits 2014. Das Problem war bei uns immer der Transport bis zur Säge und ab der Säge wieder zurück. Die Einlagerung der Platten, wir hatten relativ viele beschädigte Platten. Wir hatten immer wieder Sonderbestellungen und bis dann die Platte wirklich zugeschnitten werden hätte sollen, war die Platte entweder verschwunden, beschädigt oder irgend sowas. Dann hatten wir nie einen richtigen Überblick, was ist wirklich am Lager, was ist nicht. Da permanent haben wir irgendwo das Problem gehabt, es sind das Platten ausgegangen. Und wie gesagt, der Transport, der Staplertransport, der Staplerverkehr, den wollte ich einfach minimieren. Und dann denkt er, wäre das Vernünftigste, wäre das Lager. Die Hamburger Tischlerei Mario Beck produziert individuelle Maßanfertigungen, aber auch komplette Ladeneinrichtungen und das seit über 30 Jahren. Dank des modernen Maschinenparks kann das Team auch komplexe Aufträge perfekt umsetzen. Auch bei Mario Beck ist ein automatisiertes Lager im Einsatz. Nicht nur das schonende Handling der Platten bringt Pluspunkte, entscheidend ist für Konstantin Hansmann der gewonnene Überblick. Das Transportflächenlager ist für mich persönlich ein richtiger Meilenstein gewesen, weil wir wirklich dadurch Eingriff auf jegliche Plattenmaterialien haben über die Software. Also ich sage immer, die Technik, die dahinter steckt, die Bewegung der Platten und so weiter, das ist eine Sache, aber das eigentliche Kernstück ist eigentlich wirklich der direkte Zugriff auf die Daten, die ich habe, dass ich sehen kann, welches Material habe ich. Kann ich auf ein anderes Material ausweichen? Die komplette Resteteileverwertung ist ein großes Plus. Und auch beim Wareneingang habe ich eine Kontrolle. Josef Eibel erkennt in der guten Struktur des Lagers weitere Vorteile. Denn das chaotische Lagerprinzip behält auch bei großer Materialvielfalt den Überblick. Die verschiedenen Platten werden gemischt abgestapelt. Trotzdem findet das Vakuum-Hebegerät immer das richtige Werkstück. So wird viel Platz gespart und das Lager bleibt flexibel. Wir haben zum Beispiel FSC-zertifizierte Platten für spezielle Kunden. Das sieht ja der optisch ja keinen Unterschied. Die ist die zertifizierte oder ist die nicht. Fürs Lager ist das eine komplett andere Platte. Auch wenn die genauso 19 mm dick ist, auch genauso weiß ist. Oder auch die gleiche Struktur hat. Für den ist das eine andere Platte. Die liegt zwar physisch da, aber du hast keinen Zugriff drauf. Früher war es mit den FSC-zertifizierten Platten das Problem. Die waren da, irgendwann hat es zugeschnitten, waren die FSC-zertifizierten Platten weg. Oder sie sind nicht explizit beschriftet worden. Hat keiner gewusst, sind es das die Platten, sind sie es nicht. Du bestätigst deinem Kunden, aber du hast FSC-zertifizierte Platten. Oder sollst es ihm bestätigen? Ich kann nicht was bestätigen, wenn ich selber weiß, ob es wirklich so ist. Thema ist weg. Erledigt haben sich auch die Zeiten, in denen die Mitarbeiter für umständliches Plattensuchen oder lange Staplerfahrten benötigt werden. Seitdem, dass wir die Lager-Säge-Kombination haben, bin ich mir sicher, dass fast keiner mehr von unseren Mitarbeitern mehr auf dem Stapler gesessen ist. Weil die sollen ja die Maschinen bedienen, sollen ihre Aufträge fertig machen und nicht irgendwo Stapler fahren. Unfallgefahr, Staplerführerschein und total aufs Minimum reduziert. Zum Beispiel jetzt für den Zuschneider ist so ein Lager natürlich auch körperlich eine komplette Entlastung. Und in der Zeit eben, wo er früher hat Platten hin und her geschoben oder von A nach B transportiert, kann er nun ganz andere Aufgaben erledigen oder gleich zuschneiden, abstapeln.
ohne eben jetzt große Plattenstapel oder Mengen per Hand zu schieben oder die Maschine zu bestücken. Für die beiden Tischlereien hat sich die Entscheidung für ein automatisiertes Plattenlager gelohnt. Der personelle Aufwand wird minimiert und auch der organisatorische Aufwand für Handling und Aufteilung der Platten ist deutlich reduziert. So wird das Lager auch für kleinere Betriebe immer interessanter. Für Josef Eibel war die Investition in das Lager wegweisend. Früher war der Zuschnitt immer der Knackpunkt. Wir hatten da immer Engpässe am Zuschnitt. Heute ist der Zuschnitt das easyste von allen. Überhaupt gar kein Thema. Es gibt auch mal Zeiten, wo die Anlage einen kompletten Tag einfach steht. Weil die ganze Peripherie ums Lager einfach nicht mehr da ist. Für einen Zuschnitt, das braucht kein Stapler hergefahren werden. Es sind keine Platten nass, es ist immer alles erinnert und. Keine Platte mehr stehend. Das ist einfach Wahnsinn. Wie ihr seht, gibt es viele gute Argumente, die für die Anschaffung eines solchen Plattenlagers sprechen. Und wenn ihr jetzt denkt, Moment mal, die beiden habe ich doch schon mal gesehen. Das stimmt, die Beiträge zu den beiden verlinke ich euch einmal unten in der Infobox. Die schwierige Frage ist jetzt natürlich trotzdem, macht das jetzt wirklich für jeden Sinn? Und um das zu klären, spreche ich jetzt mit Dieter Riebruck. Er ist Leiter der Betriebsberatung beim Tischler Fachverband NRW. Und ich würde sagen, hallo Herr Riebruck, hallo Dieter. Einen schönen guten Tag, hallo. Meine allererste Frage an dich wäre jetzt, wann macht so ein automatisiertes Plattenlager in einer Tischlerei denn eigentlich überhaupt Sinn? Sinn macht es in Bereichen des Innenausbaus, Ladenbaus, dort, wo wir selbstverständlich Plattenbearbeitung und Verarbeitung haben. Und wir müssen ganz klar hier im Fokus haben die wirtschaftlichen Überlegungen. Und das kristallisiert sich raus bei einem Volumen von Platten, das wir be- und verarbeiten, von etwa 400 bis 500 Platten im Monat. Sie unterstützen jedes Jahr als Betriebsberater viele Unternehmen bei der Entscheidung, ob ein solches Plattenlager sinnvoll ist. Wie läuft eine solche Beratung eigentlich ab? Ja, wenn der Betrieb, der Kollege zu uns Kontakt aufgenommen hat, dann hinterfragen wir. Wir haben eine kleine Checkliste. Wir lassen uns bestimmte Unterlagen zukommen. Das ist der Hallengrundriss, das ist der Lageplan, das sind einige Fotos des Betriebs. Und wenn wir diese Unterlagen gesichtet haben, ich hier gesehen habe, welche Strukturen liegen vor, dann entscheide ich über das weitere Vorgehen. Häufig wird es dann einen Termin vor Ort geben. Oftmals geht es aber auch tatsächlich, wenn es um Planungen, Erweiterungen, strukturelle Überlegungen geht, so dass ich entsprechende Planungsentwürfe per CAD-System im Büro erarbeite, der Betrieb dann zu uns kommt und wir das im Büro gemeinsam austauschen, um dann das weitere Vorgehen abzustimmen. Sei es jetzt konkret, wie gehen wir bei der Investition des geplanten Plattenlagers vor, dann ist oftmals auch eine Vermittlung zu den Herstellern noch gegeben. Welche Rahmenbedingungen muss ich denn als Tischlerei im besten Fall eigentlich mitbringen, wenn ich jetzt über die Anschaffung eines solchen automatischen Plattenlagers wirklich ernsthaft nachdenke? Ja, jetzt fragen Sie nach den Rahmenbedingungen. Bestimmte Rahmenbedingungen müssen vorliegen. Das ist erstmal die Substanz des Betriebes, die Gebäudesubstanz muss gegeben sein, dass ich auch hier ein Plattenlager entsprechend integrieren kann. Möglicherweise ist es auch von Vorteil, wenn ich bereits entsprechende Strukturen in der Arbeitsvorbereitung habe, dass ich mit einer Branchensoftware arbeite, dass ich eine AV habe, die dann in einem weiteren Schritt, wenn das chaotische Plattenlager, das Flächenlager kommt, dieses auch entsprechend ansteuern kann. Und jetzt zu einer Frage, die wahrscheinlich sehr, sehr viele sehr brennend interessiert. Wie viel Budget muss ich denn bei einer solchen Anschaffung ernsthaft einplanen? Ja, der Budgetrahmen, den wir für ein automatisiertes Flächenlager einplanen müssen, den würde ich grob mal mit einer überschlägig sechsstelligen Summe beaufschlagen. Wir können uns hier im niedrigen sechsstelligen Bereich bewegen. Wir können aber auch sicherlich in dem Bereich bis zu 150.000, 200.000 Euro Investitionsvolumen für ein entsprechendes Flächenlager ansetzen. Das sind Kosten, die für ein entsprechendes Lager auflaufen. Man hat eventuell Einstiegsmöglichkeiten, die im Bereich 50.000, 60.000 Euro sich auch bewegen. Dann spreche ich aber nicht von einem kompletten Flächenlager, sondern
mehr von einer pneumatischen Ein- oder Zweiachsbeschickung. Nun ist es aber so, dass es zu dem Thema automatisiertes Plattenlager und auch zu anderen Lösungen doch auch kritische Stimmen gibt, die sagen, dass solche Lösungen das Tischlerhandwerk dann doch zu sehr der Industrie annähern. Wie siehst du das? Ja, die Frage nach dem Thema Industrialisierung im Handwerk kann ich sehr gut nachvollziehen. Aus meiner Einschätzung ist es aber so, dass wir diese Industrialisierung nicht aufhalten werden. Und ich selber äußere seit über 10 Jahren, vielleicht sogar schon länger, die Aussage, ein Betrieb wettbewerbsfähig wird nur zu halten sein, wenn ich das auf höchstem technologischen Niveau umsetze und mache. Das gilt für mich auch im handwerklichen Bereich. Und die vorletzte Ligner, dort habe ich schon entsprechende Eindrücke mit nach Hause genommen, dass ich geflasht war und gedacht habe, wow, was passiert hier gerade technologisch, organisatorisch, auch im kleineren, mittleren Handwerksbereich. Und dann die letzte Ligner, dort habe ich für mich die Begrifflichkeit Smart Factory als eins der wesentlichen Kernthemen mit nach Hause genommen. Und dies hat auch Auswirkungen auf die Planungen, die ich in den letzten 2-3 Jahren gemacht habe. Also ich stelle eindeutig fest, wir werden die handwerkliche Industrialisierung, so möchte ich sie einmal betiteln, werden wir nicht aufhalten, sollten sie auch nicht aufhalten. Das ist ein Punkt, ja, der wird kommen. Danke dir, Dieter. Du hast auf jeden Fall sehr, sehr viele gute Informationen gehabt. Deswegen nochmal danke an dich. Und für euch ist es jetzt natürlich wie ganz so oft. Ihr habt von uns viele Informationen zu dem Thema bekommen. Ob das Ganze nun zu eurem Betrieb passt oder nicht, das müsst ihr natürlich im Einzelfall selber prüfen. Aber ich glaube, was wir gesehen haben, ist, auch wenn es eine sehr technologisierte Lösung ist, kann es auch bei uns Tischlern sehr, sehr große Vorteile bringen. Was euch sehr große Vorteile bringt, ist, wenn ihr den Kanal jetzt einmal abonniert und auf die Glocke drückt, damit ihr beim nächsten Video benachrichtigt werdet. Bis dahin also, macht's gut und tschüss!